liebe Bastelkeller-Freunde, heute befinden wir uns nicht im Bastelkeller, sondern in Saarbrücken im Hackerspace. Heute ist nämlich die Nacht der schönen Künste und der Hackerspace präsentiert sich hier mit interessanten Sachen, die wir hier gebastelt haben. Und das wollen wir euch jetzt mal zeigen, was hier alles ist. Wir sind jetzt noch im Eingangsflur. Und sind schon die ersten Besucher. Wie man sieht, ist ja Musik am Start. Der DJ ist gerade unterwegs, aber es ist nicht verrückt. Dann werden hier Spiele angeboten. Momentan sieht man davon nur das Konsolenfenster, aber hier kann man so einen Tippwettbewerb machen. Das sind vier Tastaturen an einem Laptop angeschlossen. Und dann kann man praktisch einen Tippwettbewerb machen. Ja, dann gibt es hier noch einen Balkon, wenn man mal einen rauchen will. Und hier rechts laufen gerade so ein paar Videos. Beziehungsweise in Echtzeit gerenderte 3D-Sachen. Aber normalerweise wird dieser Raum und diese Präsentationsleinwand dazu benutzt, um Vorträge zu machen zum Beispiel. Ja, und ich sage, du bist mal auf dem Thomas und der zeigt noch den Rest. Wir stehen da vorne ab. Kannst du schon Physik ausprobieren? Ja, wir gehen jetzt Physik. In den nächsten Raum oder in den letzten Raum. Hier sind so ein paar Bastelprojekte. Man sieht ein großes Regal, wo viele Bauteile vorgehalten werden. Was da im Einzelnen gemacht wird, wissen wir natürlich nicht. Dann ist hier so ein kleiner 3D-Drucker aufgebaut, der in den nächsten Wochen zum Laufen gebracht wird mit einem Raspberry Pi, wie wir gesagt bekommen haben. Dann hier so ein kleiner Lötplatz, ein Beamer, auch ganz gut, ein Drucker und hier ist auch noch der Pong, der mit der Kinect läuft. Das ist noch nicht gereviewt. Auf dem anderen Rechner hat es einmal frei funktioniert. Das habe ich heute hier mitgebracht. Das ist jetzt. Also, der Fall nach oben war, wenn ich drücken kann. Sieht man auch auf der Seite vom Hackerspace. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube, da gibt es ein Video. Und da ist die berühmte LED-Weste zu sehen, die für Langzeitbelichtung verwendet werden kann. Ja, jetzt läuft da praktisch so ein Bild ab, spaltenweise. Und das kann dann so aussehen, wenn man das lang belichtet. Ja, das war es jetzt schon mal von hier. Ich würde mal sagen, jetzt folgen noch ein paar Impressionen, die wir sonst so aufgenommen haben. Und ja, dann bis dann.